Mit der Mannschaftsleistung bin ich soweit sehr zufrieden. Habe auch noch gerade den Jungs in der Kabine noch gratuliert, auch wenn das Ergebnis so hoch ausgefallen ist. Das Ergebnis war für uns zweitrangig. Wir wollten uns einfach heute hier gut präsentieren. Hat gepasst. Wir hatten unser Spaß gehabt und ich denke auch die Zuschauer, die da waren, hatten auch ihren Spaß gehabt. Wir haben uns jetzt nicht auf das Ergebnis fokussiert. Wir haben uns einfach nur vorgenommen, dass wir heute Gas geben, dass wir Fußball spielen wollen. Und ja, so die einfachen Dinge, dass wir die wieder zurückrufen, ja, um wieder in die Liga zu starten, in die Vorbereitung. Ja. Die einfachen Dinge einfach. Ja, was haben wir uns vorgenommen? Was kann man sich gegen FSV Frankfurt vornehmen? Die Regionalligisten, die ja deutlich auch weiter sind als wir von in der Vorbereitung. Die fangen ja auch eine Woche, nee, fast 2 Wochen schon früher an als wir. Für uns war das heute ja ein Highlight, gegen den Nachbar, gegen den großen Nachbar zu spielen. Es sollte einfach für uns Spaß machen, dass wir uns auch mit dem Tempo, was heute auf dem Platz stattgefunden hat, dass wir uns da so ein bisschen messen können. Aber das ist natürlich für uns gegen FSV ist es ja ein Riesenunterschied. Und ja, das hat eigentlich so weit alles gepasst. Also erstmal die einfachen Dinge, die Basics. Einsatzlaufbereitschaft, gutes Passspiel, ein bisschen reinzukommen nach der Pause. Und ja, das war's, um verletzungsfrei zu bleiben auf jeden Fall. Die taktische Ausrichtung war heute so für uns, dass wir uns mehr auf die Defensive uns konzentrieren, fokussieren. Das hat nicht in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt. Ja, warum, weshalb, wieso? Es haben sehr viele Faktoren nicht gepasst. Ja, wir haben natürlich auch die Fitness nicht im Moment, die wir auch haben hätten können. Aber da sind wir noch viel zu früh und wir haben noch viel Zeit, dass wir uns da in der Richtung halt auch verbessern. Ja, wir haben noch an uns zu arbeiten, das ist klar. Das ist jetzt die erste Woche, die wir absolviert hatten. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir da die nächsten Wochen weiterhin Gas geben im Training. Und der Trainer macht da eine gute Arbeit, von daher bin ich da überzeugt, dass wir da wieder punkten werden in der Liga. Unsere Ziele für die Vorbereitung ist ganz klar, dass wir uns alle Mann besser kennenlernen. Wir haben sehr viele neue Spieler. Wir wollen das ein oder andere auch im taktischen sowie auch im Tempo ausprobieren. Werden wir sehen, was dann für uns passt, dass wir dann auch lukrativ auch konkurrenzfähig für die Zukunft sind.